Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fangirl-Vlog. Es ist Mittwoch, der 28. November und Sarah hat wieder mal Hoffnungen, dass eine Neuerscheinung früher im Buchladen ist, als es eigentlich erscheint. Und zwar ist jetzt 6:45 am Abend und ich werde jetzt in die Stadt fahren mit meiner Mutter und hoffentlich Revenge von Jennifer Armentrout kaufen. Oh mein Gott! Es gibt einen Grund, warum ich erst jetzt in die Stadt fahre. Und zwar haben wir einen Bücherladen bei uns in der Stadt, der heißt Aurel Füßli. Der war früher mal eine Thalia, aber dann wurden alle Thalias in der Schweiz aufgekauft und heißen jetzt Ohren und Füße. Da gibt es eine Premium-Card und ich bin Besitzerin von einer Premium-Card. Und jedes Jahr Ende November, Anfang Dezember gibt es so einen Apero. Der Apero interessiert mich nicht wirklich. Es interessieren mich eher die 25% Rabatt auf alles. Und deshalb wird das heute Abend eine rechte Eskalation. Weil, Leute, ich kann Bücher kaufen und muss nur 3/4 vom Preis zahlen. Das ist so genial! Ich werde mit meiner Mutter dahin gehen, weil meine Mutter ist auch so ein Bücherfreak wie ich. Und wir werden zusammen Bücher shoppen gehen. Und ich nehme euch mit. Und für mich ist das Hauptziel heute Abend natürlich, dass ich Revenge kaufen kann. Aber es kann natürlich auch sehr gut sein, dass Catwoman von Sarah J. Maas schon dort ist. Oder das Fanbuch von Das Reich der Sieben Höfe. Oh, heute Abend wird eskaliert. Oh, ich freue mich so, Leute. Einfach Bücher shoppen. Und heute ist ein Buch bei mir angekommen. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, dass ich After von Anna Todd lesen werde. Das ist der erste Teil, hoffe ich jetzt mal. Ja, das ist der erste Teil. Ich glaube, jeder weiß, um was es in After geht. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich dieses Buch lese. Und dann im April werde ich den Film im Kino gucken gehen. Oh, ja. Ich habe eine neue Sucht für mich entdeckt und ich lebe diese Sucht gerade im November total aus. Und zwar heißt diese Sucht Die Macht der Seelen. Ja. Die Macht der Seelen von Joss Stirling, das ist eine ältere Reihe. Ich glaube, die sind 2013 oder so erschienen. Ich habe bisher die ersten beiden Bände gelesen, Finding Sky und Saving Phoenix. Und ich bin gerade am dritten Teil, Calling Crystal. Ich liebe diese Bücher. Das sind so richtige Wohlfühlbücher, wo man einfach anfängt zu lesen und dann kann man nicht mehr aufhören. Ich habe am Abend mit Finding Sky angefangen und wollte eigentlich nur 60 Seiten lesen, weil am nächsten Tag hatte ich Frühdienst, das heißt um 5:30 aufstehen. Und ja, 200 Seiten später war es 1 Uhr morgens. Und Sarah hat gedacht, scheiße, ich sollte schlafen gehen. Aber konnte wirklich nicht mehr aufhören. Das war auch bei Saving Phoenix so, das ist bei Calling Crystal so. Hier drin geht es um Sevens und um Seelenverwandtschaft. Das sind so richtige Teenager-Kitsch-Romanzen, aber ich liebe solche Sachen. Und Leute, lest Die Macht der Seelen von Joss Stirling. Sie sind so gut. Und ja, ich werde jetzt Bücher shoppen gehen. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. Leute, ich werde heute Abend eskalieren. Deshalb nehme ich auch die große Tasche mit. Meinen großen Jutebeutel werde ich mitnehmen. Habe ich alles gesagt? Ich glaube schon. Mein Hauptziel ist es, Revenge zu kaufen. Und wehe, ich kriege dieses Buch nicht. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Thank you.
kannst im Fall auch hier vorne zoomen. Wenn du willst zoomen. Du filmst voll gerade. Ich muss leise sein, weil meine Schwestern schlafen schon. Ich halte es in meinen Händen. Das erste Mal aufmachen. Oh mein Gott. Es ist so schön. Es ist so schön. Ich bin wieder zu Hause. Es ist bescheuertes Licht, deshalb zeige ich euch morgen, welche Bücher ich gekauft habe. Aber ich kann euch schon mal den Kassenzettel zeigen. Nur ein bisschen. Und ich kann immer noch nicht fassen, dass ich das Buch habe. Ich könnte es jetzt anfangen, weil ich habe morgen Spätdienst. Das heißt, ich muss erst um 8 Uhr aufstehen. Nein, 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 nein. Sarah? Sarah, bleib vernünftig. Bleib vernünftig. Ich werde jetzt bis am Freitag warten, weil am Freitag habe ich frei. Dann kann ich dieses Buch in einem Zug durchlesen. Ich habe Revenge. Das heutige Ziel ist erreicht. Ich halte Revenge in meinen Händen. Das alles liegt vor mir. Das alles kann ich noch lesen. Okay. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ich zeige euch nochmal mein Baby. So, und jetzt gehe ich schlafen. Tschüss. Es ist Freitag und die Bücher, die ich gekauft habe, liegen immer noch in den Taschen, wo ich sie reingestopft habe. Und jetzt hole ich sie raus und zeige euch, welche Bücher ich am Mittwochabend geshoppt habe. Mittwochabend war eine Eskalation Deluxe. Ich habe, glaube ich, 15 Bücher gekauft und ein Funko Pop. Aber es sind nicht alle Bücher für mich. Deshalb ist noch alles im Rahmen. Einfach, um euch nochmal die Dimension zu demonstrieren. Ich habe 2 volle Taschen. Das erste Buch, das ich gekauft habe, habt ihr vielleicht jetzt schon langsam gemerkt, dass ich es besitze. Revenge von Jennifer L. Armentrout. Oh mein Gott. Ich habe gestern gezeigt, dass ich Selbstbeherrschung besitze, weil ich habe weder gestern noch am Mittwochabend mit Revenge angefangen, weil ich wusste, dass das nicht gut rauskommt, weil ich hatte weder am Mittwochabend noch gestern irgendwelche Zeit, um wirklich zu lesen. Und deshalb fange ich heute mit Revenge an. Oh mein Gott. Ich liebe die Lux-Reihe und ich freue mich so dermaßen auf Lukes Geschichte, weil ich fand Luke schon in Opal Origin and Opposition so toll. Da war er so der kleine 14-jährige Kindesmafia-Boss und hier ist er 18 und ich freue mich so auf dieses Buch. Revenge ist eingezogen bei mir. 2 Tage vor dem Erscheinungstermin. Gucken wir mal, was sonst noch in dieser Wundertüte drin ist. Ich habe am Mittwochabend noch Bücher gekauft, die ich haben möchte, aber bisher nie gekauft habe, weil ich eigentlich nicht so viel Geld für diese Bücher ausgeben möchte, obwohl ich sie haben möchte. Versteht ihr das? Habt ihr auch solche Bücher? Jedenfalls habe ich solche Bücher gekauft. Und eines davon ist Red Rising von Pierce Brown. Das ist so eine Science-Fiction-Geschichte auf dem Mars und die wird ja heftigst gehypt. Die soll so unglaublich gut sein. Die soll so fantastisch sein. Und Pierce Brown ist ja mal eine heiße Schnitte, ne? Guckt ihn euch einfach mal an. Ist er nicht süß? Schon allein für dieses Foto hat es sich gelohnt, dieses Buch zu kaufen. Es klingt einfach so toll und es soll so genial sein. Es ist ja Weihnachten und deshalb hat Sarah eine Weihnachtsgeschichte gekauft. All I Want for Christmas von Julia Carr Stein. Es geht um Pippa und Hunter und das sind 2 Trauzeugen an einer Hochzeit und die mögen sich eigentlich gar nicht. Und die finden auch beide, dass ihre besten Freunde nicht zusammenpassen und deshalb versuchen sie, diese Hochzeit zu verhindern. Aber je mehr sie zusammen versuchen, diese Hochzeit zu verhindern, desto mehr merken sie, dass sie sich eigentlich doch mögen. Und es klingt so süß, es klingt so weihnachtlich und deshalb habe ich es gekauft. Oh,
gut, das gehört auch wieder in die Kategorie. Ich möchte es zwar kaufen, aber nicht so viel Geld dafür ausgeben. City of Bones in der neuen Auflage. Diese Auflage, wo nachher alle Buchrücken ein Bild darstellen. Das ist irgendwie schon schön. Und ich habe jetzt so eine Cassandra Clare-Sammlung hier hinten. Vervollständigen wir die Sammlung mit City of Bones in der neuen Auflage. Der letzte erste Song von Bianca Iosivone. Das ist der vierte und letzte Teil dieser Reihe. Ich habe den dritten Teil gar noch nicht gekauft und bisher nur den ersten Teil gelesen. Aber den ersten Teil fand ich cool. Das ist eine New Adult-Reihe. Und hier geht es um Mason. Und den lernt man schon im ersten Teil kennen. Und deshalb bin ich schon sehr gespannt auf dieses Buch. Dann haben wir noch zwei Bücher hier drin. Und zwar Heartbeat 1 und 2. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, welcher der erste Teil ist und welcher der zweite. Jedenfalls ist das so eine Reihe, wo jedes Buch von einer anderen Autorin geschrieben wurde. Das ist von Julie Chappell. Und das ist von Ira Severin. Das sind zwei Liebesgeschichten und ich habe diese Klappentexte durchgelesen und hatte sofort Lust, diese Bücher zu lesen. Hier geht es um Harley und Sam und die treffen sich kurz vor Weihnachten am Bahnhof und lernen sich dann besser kennen und merken, dass sie sich ein bisschen ineinander verguckt haben. Doch dann gehen sie wieder in die Schule und Harley merkt, dass Sam der große Eishockey-Star ist. Und Harley merkt, dass Sam eigentlich nur eines ist und zwar unglaublich arrogant. Und nach merkt sie, was wirklich in Sam drin steckt und dann küsst er sie überraschend und es klingt so süß. Das hier ist so eine Roadtrip-Geschichte. Hier geht es um Harper und sie möchte zu ihrer Mutter nach L.A. Eigentlich möchte sie das mit dem Bus machen, doch dann landet sie irgendwie in Lukes Auto und dann ist es so eine Roadtrip-Geschichte und die beiden verlieben sich ineinander. Und diese Geschichten klingen so süß. So, der erste Sack ist leer. Jetzt kommen wir zum großen Sack. Ich habe nicht nur Bücher gekauft, sondern auch noch einen Funko Pop und zwar Harry Potter. Der sieht so aus. Ich bin jetzt kein Fan von diesen Funko Pops, aber den fand ich niedlich. Und ich liebe Harry Potter. Experiamus! Ich und meine Mutter waren schon an der Kasse und dann habe ich die New Adult Abteilung entdeckt und dann habe ich noch ein Buch so schnell in den Einkaufskorb geworfen und zwar Vicious Love von L.J. Sheen, ich weiß es nicht. Dieses Buch habe ich nur wegen Susie gekauft. Ihr Kanal ist unten in der Infobox verlinkt. Sie schwärmt so von diesem Buch. Es ist zwar ein Buch, das total realitätsfern ist und es ist, glaube ich, auch ein Erotikroman. Ich weiß es nicht so genau. New Adult oder Erotik, ich weiß es nicht. Aber sie hat so oft gesagt, dass sie das so toll findet und jetzt habe ich es endlich mal gekauft und ich bin sehr gespannt, wie ich das finden werde. Ich mag ja so realitätsfernes Kitschgezeugs. Ich bin sehr gespannt darauf. Und dann habe ich ein Buch gekauft, wovon ich noch gar nichts gehört habe und ich habe dieses Cover gesehen, ich habe diesen Klappentext gelesen und ich musste es einfach kaufen, weil es so niedlich klingt. Dance, Love, Learn, Repeat von Tom Allen und Lucy Ibison. Das ist so eine Contemporary Romance Geschichte und es geht um Phoebe und sie geht an die Uni und dann trifft sie auf Luke Taylor und das ist der heißeste Typ aus ihrer alten Schule, wo sie damals schon verliebt ist und jetzt schwärmt sie immer noch für ihn, aber er scheint gar nicht zu merken, dass es sie gibt. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich noch Luke Taylor und er ist auch recht überfordert mit diesem neuen Unileben und dann treffen die beiden aufeinander und das klingt so süß. Und ich habe die ersten Seiten im Laden gelesen und die haben mich überzeugt. Und das sieht so hübsch aus. Dann habe ich nochmal ein Buch gekauft, weil eine Booktuberin so von diesem Buch geschwärmt hat. Irgendwie bin ich so ein Empfehlungsopfer geworden. Und zwar Die Seelen der Nacht von Deborah Harkness. Sarah von Sarah Bow Books heißt sie, glaube ich, hat so von diesem Buch geschwärmt. Das soll so unglaublich gut sein. Und ich wollte schon so lange kaufen. Und jetzt war es in der Buchhandlung und ich habe es gekauft. Es geht um Diana und sie ist eine Historikerin. Und sie gehört auch zu einem uralten Hexengeschlecht. Und dann findet sie in Oxford ein magisches Manuskript. Und dann wird sie plötzlich von Vampiren und Dämonen und Hexen gejagt. Und sie kriegt ausgerechnet Hilfe von Matthew. 1500 Jahre alt, Naturwissenschaftler und ein Vampir. Und dann verlieben sie sich ineinander, aber die Welt der Hexen, Dämonen und Vampire hat strikte Regeln, die das verbieten. Und es klingt so schön. Es ist so fett. Es hat über 800 Seiten, aber wenn Sarah so davon schwärmt, musste ich es natürlich kaufen. Dann habe ich noch ein Buch für meine Schwester gekauft. Und zwar Die magischen Sex, Mr. Vernons Zauberladen von Neil Patrick Harris. Das ist Barney Stinson von How I Met Your Mother und meine Schwester liebt How I Met Your Mother, insbesondere Barney Stinson. Und deshalb habe ich ihr das Buch gekauft, was er geschrieben hat. Das ist irgend so ein Kinderbuch mit Zauberei und so. Und dann das letzte Buch. Ich schleiche schon so lange um dieses Buch herum. Es ist ein Buch, das, glaube ich, jeder kennt, egal ob er es gelesen hat oder nicht. Twilight von Stephanie Meyer. Wie heißt auf Deutsch? Bis zum Morgengrauen. Diese schöne Ausgabe hier. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, um was es in Twilight geht. Ich habe zwar alle Filme gesehen, aber mich interessiert es trotzdem, wie mir die Bücher gefallen. Ich bin gespannt, ob mich das Buch überzeugen kann. Das sind die Bücher, die ich an einem Abend, gekauft habe. Geht eigentlich noch diese Anzahl? Es sind 12 Bücher, also gar nicht so viel. Ich
werde jetzt noch meinen Book Haul drehen, weil ich habe auch noch andere Bücher in diesem Monat gekauft. Und dann werde ich mit Revenge von Jennifer Armentrout anfangen. Leute, ich freue mich so auf dieses Buch. Ich glaube es nicht. Ich freue mich so darauf. Okay, okay, okay. Ich werde jetzt noch ein Video drehen und dann werde ich dieses Buch anfangen. Und oh mein Gott. Es ist jetzt halb zwei. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 6 Videos oder so gedreht. Also ich kann jetzt keine Videos mehr drehen. Und deshalb fange ich jetzt mit Revenge von Jennifer Armentrout an. Ich freue mich so dermaßen auf dieses Buch. Fangen wir an mit einem neuen Jennifer Armentrout Buch. Oh mein Gott. Ich bin auf Seite 87 und ich liebe dieses Buch. Revenge ist so toll. Ich liebe, liebe, liebe es. Und es ist jetzt gerade etwas passiert, wo ich mich so darüber freue. Ja, ich kann nicht sagen, was es ist, weil sonst würde ich spoilern. Aber ich freue mich einfach gerade mega, dass das passiert ist. Und ich werde mir jetzt eine heiße Schokolade machen gehen, weil das ist langsam Tradition bei solchen Videos, dass ich mir eine heiße Schokolade mache. Danach werde ich auf jeden Fall weiterlesen, weil in meinem Kopf liegen gerade ganz viele Fragezeichen herum, weil Jennifer Armentrout hat es geschafft, dass auf jeder Seite irgendein neues Geheimnis hervorkommt und ein Fragezeichen mehr in meinem Kopf erscheint. Es ist so unfassbar gut und ich werde mir jetzt eine Kalorienbombe machen gehen. Seite 170 und Leute, aus dem kleinen Baby-Mafia-Boss ist ein Mann geworden. Der kleine Luke ist erwachsen geworden und ich liebe ihn. Oh mein Gott. Als 14-jähriger kleiner Mini-Mafia-Boss hat er ja schon seine Eigenarten gehabt und ich habe ihn ja dort schon geliebt, aber oh mein Gott, als erwachsener Mann ist er schon so, oh mein Gott. Ich finde Luke richtig toll. Und seine T-Shirts haben immer so coole Aufdrücke drauf. Leute, ich liebe Luke einfach. Und Evie ist so toll. Ich liebe das ganze Buch wieder und der Schreibstil ist so toll und einfach alles ist toll und ich liebe dieses Buch. Ich werde jetzt weiterlesen, weil Luke erscheint wieder auf der Bildfläche. Es ist 1:15 und ich habe Revenge von Jennifer Armentrout beendet. Dieses Buch hat mich überwältigt. Dieses Buch ist so unfassbar genial. Es gibt so viele Plot-Twists in diesem Buch. Dieses Buch ist so abartig spannend. Und am Anfang ist alles so verwirrend. Und dann löst sich das Ganze. Dann versteht man das Buch. Und es ist so gut. Es ist so verdammt gut. Es ist genial. Ich liebe Revenge. Ich liebe Evie. Ich liebe Luke. Oh mein Gott, ich liebe Luke. Ah, das ist so toll. Das wäre das Ende von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Adventsvideo wieder. Bis dahin, genießt die schönste Zeit des Jahres und macht's gut. Tschüss.